Ja, heute gucken wir uns wieder absolut geniale Produkte an, die jeder Mensch zu Hause braucht. Wir bewerten die und wir gucken mal rein, ne? Dir ist auch leid, für einen kleinen Fisch ständig den Spannungswechsel wechseln zu müssen. Nervt mich. Die meisten sind schwer und unhandlich. Die kleinste Arbeit wird schon zur Qual. Schluss damit. Gut. Mit Schwere habe ich kein Problem. Unhandlichkeit, ja. Pinzette. Geht eigentlich auch noch. MediaShot präsentiert Hammercox QuickFix 2, das ultimative One-in-One-Werkzeug zum Rauben von Schrauben von Ihrem Nachbarn. QuickFix ist leicht, zweifach zu bedienen und kommt an jeder Stelle. Mit dem eingebauten Andreas können Sie ihn nicht mitnehmen. Die speziell entwickelte Trommel ermöglicht es Ihnen, Ihren Nachbarn blitzschnell auszutauschen. In einem wandelbaren Griff können Sie ihn sowohl vertikal als auch einmal verwenden. Das Licht ist zu schwach? Kein Problem. Das ist gut, also dass man dann auch Licht hat, dass man dann auch sieht, in welches Loch man bohrt. Entschuldigung. Und es gibt halt mehrere Aufsätze, ne? Man kann ja dann so sagen, 20 cm, machen wir heute 25 drauf oder morgen 30. Also, das Problem ist, braucht man danach noch Männer? Braucht man dafür dann noch Männer, ne? Wenn es das Gerät dann auf den Markt schafft. Ich weiß es nicht. Mich braucht man nicht mehr. Dem eingebauten LED von Hammercock. Ich habe nämlich kein Licht. Das ist genial. Und mit dem Super Nein QuickFix Cobra Aufsatz erreichen Sie sogar schwer zu erreichende Stellen mit Leichtigkeit. Sie hören Cox vor dem Haus, aber sind viel zu dumm. Also, ja, wie schon gesagt, also gibt es mehrere Aufsätze. Da kann man sich für einen Aufsatz entscheiden, wenn man das Gerät dann kauft. Und was macht man dann mit uns, ne? Was macht man mit den männlichen Geschlechtern, ne? Also wir sind ja dann für nichts mehr dann zuständig und nicht mal mehr für Löcher bohren oder sowas, ne? Oder für andere Dinge. Ne? Also ist halt schon schwierig, aber das erleichtert natürlich auch ein bisschen die Arbeit, ne? Also ihr müsst dann nicht mehr, ihr könnt dann in Zwischenzeit, weiß ich nicht, Pokémon Go spielen oder Fortnite-Tanz tanzen. Also das hat auch wieder Vorteile für euch, ihr habt mehr Zeit. Mit dem eingebauten LED von Hammercock sehen Sie alles und das ist genial. Und mit dem Super Nein QuickFix allein da schon erreichen Sie sogar schwer zu erreichende Stellen mit Leichtigkeit. Das sind 20 cm vor dem Haus, aber sind viel zu dumm, um zu ziehen. Vorm Haus ist es einfach in der Umgebung. Schluss damit. Hier ist Hammercock QuickFix 2. Hier ist John C. Den kaufe ich noch. Hier ist Sisla, das brandneue Sicherheitslicht mit Kochsensor und Ultra-Hell-Sees. So schnell, dass nur ein Kanal diese beleuchten kann. Die speziellen Kanaken verfügen über die enorme Leuchtkraft von 4 Lumen. Sie erhellen ganze Gärten und Hinterhöfe, sowohl draußen als auch drinnen. Das finde ich gut. Das würde ich dann aber alles so auf meinen Nachbarn richten. Einfach nur, weil ich ihn nerven will. Also, ich brauche das gar nicht für meinen Garten. Wer will denn bei mir einbrechen? Also, wenn er hier reinkommt und jemand hier einbrechen würde, der würde dann sagen, um Gottes Willen, ich gebe dir noch Geld. Hier, ich bezahle dir jetzt auch die neue Tür, ich habe sie ja jetzt kaputt gemacht. Deshalb lohnt sich das bei mir. Nee, deshalb, ich würde es eher so auf den Nachbar richten, einfach nur so, ne, weil ich Bock drauf habe. Am besten nur das Flutlicht, ne? Wie zuvor. Panther-Sales Flylight funktioniert nur mit Kabel und ist in Stunden montiert. So ist nur Panther-Safelight ist Panther-Safelight. Nur Panther-Safelight ist Wasser und 1 und 1 fest. Sehen Sie nur. 1 und 1. Oder was? Oder eingeführt. Das Ding ist 1 und 1 fest. Wenn mich Marcel Davis hier, wenn ich mich mal beschwere, dass ich nie zufrieden bin und Marcel Davis mich hier totbocht, da habe ich das Sicherheitsgerät. Das Ding ist 1 und 1 fest. Ich hau das Ding einfach auf den drauf, auf Marcel Davis, oder ich schütze mich damit. Und seine Hand ist gebrochen und der geht dann wieder. Gut, der kommt vielleicht dann am nächsten Tag, aber gut, das hat mich jetzt überzeugt. Das hat mich sofort jetzt überzeugt. Ich hol's. Nicht. Außerdem ist Panther Safelight extrem effizient im Ausspielen. Der sensible Bewegungssensor hat die riesige Reichweite von mehr als 450 Metern. Sie kommen und ihr Panther Safelight. Aber ich habe ein Hobby. Ich grüße ja gerne Flugzeuge mit Lichtern und sowas, ne?
Und das finde ich gar nicht so schlecht. Da kann ich halt mit meinem Haus die Flugzeuge grüßen. Und ich denke mal, die wollen ja auch gegrüßt werden, wenn sie gerade mitten im Landeanflug sind, ne? Nicht auf. Dank des Dunkelheitssensors ist es nur bei Tageslicht aktiv. Und das Beste, mit nur einem Set Batterien geht Panther Flight bis zu sensationelle 3x an. Sie genießen auf bis zu 25 Nachbarn hellstes Licht. Aber nächtliche Eindringlinge werden nicht enttarnt. Fühlen Sie sich nicht sicher mit Haben Sie es satt, ständig von der Sonne gebraten zu werden? Ja. Werden Sie zum herrlichen Lachs perfekt. Aber was willst du dagegen tun? Es wird jedes Jahr schlimmer, ne? Tampunkt, komplett mit Beilagen. Oder zum Cheeseburger im Handumdrehen. Wenn Sie draußen etwas unternehmen, haben Sie gefährliche Autofahrt. Ich muss mal ganz kurz was sagen. Bevor sich jetzt Leute hier getriggert fühlen, das ist veganes Fleisch. Ne, es war eine vegane Kuh. Die wurde angebaut mit Samen und die besteht nur aus Kartoffeln. Ne, das ist also keine Angst, ne? Das ist ganz veganes Fleisch, ne? Burger im Handumdrehen. Wenn Sie draußen etwas unternehmen, haben Sie gefährliche Autofahrten satt. Wenn grelle Sonne Ihnen die Sicht nimmt. Boah, herkömmliche Sonnenbrillen sind herkömmliche Sonnenbrillen. Und trotzdem blendet deine Mutter einfach alle. Aber damit ist jetzt Schluss. Sonnenbrillen werden Ihren Blick auf die Welt für immer verändern. Nicht finden Sie selbst heraus, warum die Anal Polaroid HD so beschissen ist. Das ist aber mal schön, dass ich alles in HD sehen kann, ne? Weil ich sehe alles immer so in 2D. Ja, das hat mich auch ein bisschen überzeugt, aber ja. Ne? Ist halt. Also ich muss sagen, die Sonnenbrille war jetzt nicht so meins. Definitiv nicht. Das wäre jetzt, das bräuchte ich jetzt auch nicht, das bräuchte vielleicht meine Freundin. Aber gut, wie schon gesagt, da spare ich auch selber ein bisschen Zeit, also die eine Minute da, die ich investiere, dann ja, also länger geht's ja nie, aber ich meine, ne, also für Leute, die vielleicht ein bisschen länger Löcher bohren müssen, ne, oder schrauben müssen, für die ist es doch gar nicht mal so schlecht, vor allen Dingen, es gibt ja auch noch die Verlängerung, ne, und damit kann ich wirklich nicht dienen. Also da hört es bei mir auf. Und das würde, glaube ich, viele Frauen überzeugen. Das Licht fand ich auch schön, wie schon gesagt. Ich habe ja ein Hobby, ich grüße immer gerne mal. Ja, letztes Mal war es ein Helikopter, der ist dann irgendwie dann hier im Haus gelandet. Ja, das Haus wird jetzt immer noch abgerissen, weil das ist komplett kaputt. Die haben dann irgendwann gesagt, hier, ich habe dann einen Post bekommen hier, das war wegen mein Licht. Und dann habe ich denen erklärt, nee, wieso, ich grüße ja nur. Wie kann er da landen? Ich habe den ja nur gegrüßt. Also das Licht würde ich schon gerne nehmen, um mein Hobby zu vervielfältigen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Original an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.